Herzlich willkommen zur Neumondprognose Jänner, Februar 2024. Ich habe das Jahr schon globaler zusammengefasst in Vision 24, wo ich so die großen Themen besprochen habe. Und jetzt schauen wir uns wieder das Neumondhoroskop an und was sich denn da tut. Es ist eine unglaublich positive, kreative Energie mit ein paar Ups und Downs. Die werden wir haben, die wird jeder spüren. Aber im Großen und Ganzen eigentlich eine tolle Energie, um Dinge in Bewegung zu bringen, um Dinge umzusetzen und auch um neue Bilder zu kreieren. Das heißt, auch etwas konkret sich vorzustellen, aber auch dann auch die Umsetzung gleich zu erledigen. Und darauf deutet schon dieser Neumond im Steinbock hin. Also Sonne und Mond treffen sich im Steinbockzeichen und Steinbock ist ja auch ein Zeichen des Konkreten. Der Steinbock ist das Zeichen des Fleißes, des Einsatzes, ist auch ein Zeichen, wo man sich der Zeit bewusst wird. Also mit Saturn, das ist so man wird sich des Alters bewusst und ich würde Alter auch noch einmal mit der Verantwortung gleichsetzen. Das heißt, man wird sich seiner Verantwortung bewusst, seiner Verantwortlichkeit bewusst, seiner Eigenverantwortung bewusst und kann da wirklich sehr gut damit arbeiten, rein unter diesen Vorzeichen. Wie schaut es denn aus? Also Sonne, Mond im Steinbock, die haben gleich mal ein wunderbares Halbquadrat zu Saturn und Saturn steht in den Fischen. Und Halbquadrat ist immer so ein bisschen so eine Frustrationsenergie. Da tritt man so ein bisschen auf die Bremse. Das könnte sein, dass man das Gefühl hat, innerlich noch gehemmt, gebremst zu sein. Und deshalb muss man in sich klar werden. Und das ist wieder das Wichtige. Also du empfindest eine Bremse, einen Druck. Ich kann was nicht, ich schaffe was nicht, ich komme nicht so voran, wie ich es mir vorstelle. Aber dann versuch nicht im Außen die Schuld zu sehen. Ja, Inflation, Krise, egal was auch immer. Sondern geh nach innen und löse dort die Themen. Und das ist eine super, super Energie, in dir selber aufzuräumen, in dir selber klar zu werden. Eine riesen Chance. Also mehr kann man dazu gar nicht sagen. Das ist einfach eine unglaubliche Chance. Wenn du das Gefühl hast, du bist gebremst in dieser Zeit, du hast noch nicht das Gefühl, die Energie geht nicht so rüber, ne? Also geht noch nicht so in Schwung, dann schau nach innen. Also das ist so diese... Also wie gesagt, ab 11.01. so diese Energie und diese Konstellation und da sollte man schon drauf achten. Das ist wie gesagt überhaupt kein Problem grundsätzlich, aber man sollte sich die Dinge bewusster machen. Das ist einmal so eines der großen Themen. Das zweite sehr schöne Thema ist ein Jupiter-Mars-Trigon und der Mars steht auch im Steinbock. Das ist wieder das konkrete Umsetzen. Auch da noch einmal vorangehen, ja. Etwas schaffen, etwas leisten und Jupiter steht im Stier und auch im Erdzeichen. Das heißt wirklich, du kannst da Dinge umkrempeln, verbessern, vielleicht in deinem Wohnraum was umstellen. Du kannst auch wirklich Ideen vielleicht fürs Berufliche haben. Also da sind sehr, sehr positive Kräfte da. Da hast du auch gut Energie, da quasi unerschöpflich, da kommen gute Ideen auch zu dir. Also da... Das ist eine absolute Macher-Super-Umsetzungsenergie und auch neue Projekte starten oder neue Projekte erdenken, die dann gut geführt sind, die dann wirklich eine ganz, ganz gute Energie haben. Es warnt allerdings ein 1,5 Quadrat zu Uranus im Stier vor zu riskanten Investitionen, vor zu riskanten Ideen oder dass man alles neu oder umkrempeln möchte. Also schau lieber, was habe ich denn in mir drinnen, was habe ich in mir gespeichert und nicht übertreiben. Also das ist einfach so eine Energie, Mars, Uranus, das ist auch so eine Energie, wo Überraschungen kommen können in der materiellen Ebene. Das heißt persönlich natürlich neue Ideen, die mich vielleicht teilweise überfordern. Ganz konkret im Außen kann das eben auch heißen, dass sich da etwas im Wertesystem, im Finanzsektor, im Bankensektor, dass sich da etwas tut, dass sich da irgendwas aufdeckt, dass da irgendwelche Veränderungen kommen, irgendwelche Überraschungen kommen, die vielleicht nicht so toll ausschauen dabei. Das Zweite, was eben darauf hindeutet, ist natürlich der Pluto, der jetzt langsam aber sicher wieder in den Wassermann reinwandert.
und der jetzt quasi wirklich schon an der Grenze wieder steht zwischen Steinbock und Wassermann. Und das habe ich ja gesagt, auch in meinem Vortrag Vision 24, wo ich über die Banken gesprochen habe. Wenn wir schon bei Pluto sind, der macht ein Halbquadrat zur Venus. Und die Venus steht im Schützen. Ja? Und da muss man schon sagen, und die steht da jetzt im Horoskop so mitteleuropäisch im siebten Haus ungefähr. Ja. Ein siebtes Haus ist Begegnungshaus, das heißt, da kann auch sein, dass sich in der Beziehung Transformation in der Beziehung ist, dass man sagt, okay, es geht darum, also neue glückliche Beziehungen, dass man da jemanden trifft, wo man das Gefühl hat, okay, das könnte halten, da könnte was fix werden, also so auf der Beziehungsebene. Es kann auch sein, dass ich sage, ich transformiere jetzt die Ideen, meine alten Ideen, wo ich noch festhänge, in ein Mindset, um das mich in der neuen Zeit weiterführt. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich gleich mal auf meinen Workshop Vision 24 hindeuten, der jetzt dann am 18. oder 14. Jahr, ich weiß es nicht, ich blende es unten ein, ich nehme das live auf, keine Ahnung, ich schreibe es dann eben rein, stattfindet in Linz, wo es wirklich einen Tag lang darum geht, eine klare Vision, ein klares Bild zu formen, Techniken zu lernen, wie du das halten kannst, auch dein Warum zu entdecken. Also es ist ein ganz, ganz intensiver Workshop, der wirklich darauf ausgelegt ist, für diese neue Zeit, für das neue Jahr zu entrümpeln und dir eine Perspektive zu zeigen. Und da ist ja natürlich eine gute Zeit und da deutet eben diese Venus in Schützen mit dem Halbquadrat zu Pluto auch dazu an. Ist natürlich auch so ein bisschen die Transformation im Partnerschaftlichen. Es kann sein, dass man eben auch in dieser Zeit ein bisschen so zu träumen oder zu Inspirationen neigt. Das ist eine gute Visionssuche, eine gute Zeit für Visionssuche. Also ab so Mitte, also ab 11. Jänner bis eben so Mitte Februar rein, einfach mal schauen. Was spüre ich denn für mich? Was ist denn für mich gut, richtig und wichtig? Und für dieses Reinspüren in sich braucht man natürlich eine Klarheit, ein gutes Fundament in sich selber. Da muss man zusammengeräumt haben. Das kommt nicht über Nacht, das ist ein Training, aber man kann jetzt sehr, sehr gut natürlich mit dem starten. Also nicht nur die Projekte ins Außen bringen, sondern auch diese Visionsenergie in dich selber fließen lassen. Da bist du auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Pfad. Unterstützt wird übrigens auch dieses Jupiter-Mars-Gespann, also dieses Jupiter-Mars-Trigon, also der Mars im Steinbock, der Jupiter im Stier, durch ein Sextil von Saturn. Also das heißt, da kommt eine gute Grunderdung, Grundstruktur auch noch rein, eine gute Inspiration, also Neubeginn mit Inspiration. Das heißt auf gut Deutsch, fang nichts an, wo du nicht das Gefühl hast, das bringt dich weiter oder das hat jetzt Sinn und trägt dich weiter in die Zukunft. Das kann man da einfach sagen. Also es ist eine gute, realistische Umsetzungsenergie vorhanden und die solltest du auf jeden Fall nutzen. Ein Trigon zu Uran, also von Uranus zu Sonne und Mond, lädt eben auch noch einmal auf der einen Seite ein neue Gefühle zu entwickeln, neue Handlungsmuster zu entwickeln, neue, vielleicht auch ein neues Verhältnis zur Materie zu finden und da ein bisschen kreativer zu sein. Das ist auch etwas, das etwas Positives bereithält, wenn so ein großer Wandel im Außen ist, wie sich gerade eben die Welt dreht, Krieg, Inflation und so weiter, Krisen vorne und hinten, dann ist das ein guter Zeitpunkt, noch einmal in dich, in deine Klarheit, in dein Bewusstsein reinzutauchen und in dir auch eine Struktur zu schaffen. Das heißt, Uranus lädt dich dazu ein, hau alte Werte über Bord und entdecke deinen neuen Eigenwert. Ein neuer Eigenwert muss her. Und die beste Frage für Eigenwert ist einfach, wo bist du wertvoll für jemand anderen? Das würde ich mich einfach mal fragen. Wo ist denn dein Wert für andere, für eine Gesellschaft, ja, für gewisse Ideen? Frag dich das einfach mal. Und vielleicht kommen da ganz gute Bilder, ganz gute Inspirationen. Also da sollte man auf jeden Fall hinarbeiten und hindenken. Der Neptun macht auch noch ein Quadrat zum Merkur. Der Merkur ist eben auch im Schützen. Das ist ein bisschen eben so, wie gesagt, dieses alles auf einmal machen und vielleicht auch Ideen noch nicht so ausgefeilt haben. Also da kann es sein, dass es darum geht, deine Ideen mehr noch zu
auszuformulieren, dass es für dich einfach passend ist, dass du die auch gut rüberbringen kannst, jemanden, was du meinst, um was es bei dir geht, was dir wichtig ist. Das kann eben so ein bisschen undeutlich, da kann es zu Missverständnissen kommen oder man hat das Gefühl, man wird nicht gleich so verstanden, wie man es gerne hätte. Also das ist da so ein bisschen das Thema mit diesem Neptun-Merkur-Quadrat. Aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, dass es ein positives Monat wird. Also Jänner, Februar, das sind positive Energien, die du für dich nutzen kannst. Das kann natürlich sein, dass sich da in der Wirtschaftswelt jetzt irrsinnig schnell etwas wandelt, dass irrsinnige News wieder kommen, die irgendwelche Unsicherheiten reinbringen. Natürlich auch so zum Thema Banken und eben Inflation, also dass da natürlich irgendwelche Horrorgeschichten wieder kommen. Aber am Ende ist es eine positive Vorwärtsbewegung. Und diese Vorwärtsbewegung sollte eben für dich spürbar werden. Deshalb noch einmal lade ich dich gerne dazu ein, zu meinem Workshop Vision 24, 14. oder 18. Jänner. Ich blende es, wie gesagt, ein in Linz bei mir, ein Tag lang intensive, klare Suche für deine Ziele und deine Themen. Ja, das wäre es eigentlich schon mit dem Neumond-Horoskop Jänner, Februar. Wie gesagt, 11.01. ist der Neumond im Steinbock. Ich wünsche dir einen brillanten weiteren Start in dieses Jahr, also dass du diese Energie dann auch nutzen kannst. Jetzt ist ja schon viel in Bewegung, es geht ja schon was auf, es wird schon wieder was leichter, das solltest du ja merken. Es hat der Merkur auch umgedreht. Also es gehen jetzt die Planeten wieder nach vorne und du kannst diese Energie und diese Schwingung garantiert für dich nutzen. Ich wünsche dir alles Gute und ja, aus dem wunderschönen Bad Aussee heute mal urlaubsmäßig. Alles Liebe, dein Oliver Erni. Tschüss, bis nächstes Mal.